habe hier meinen Teig vorbereitet im Thermomix. Das Rezept stelle ich euch dann ein. Ich nehme jetzt hier meinen Streufix. Das Tolle an diesem Rezept, das stammt von meiner Freundin Birgit Bechtle aus Niederbayern. Das Tolle an dem Rezept ist, ich kann einfach den Teig machen und sofort weiterverarbeiten. Also das heißt, ich muss den jetzt nicht gehen lassen oder sonstiges, sondern ich nehme den einfach raus. Noch schön warm, weil er so schön geknetet ist. So. Und jetzt mache ich den in 8 Teile. So ein bisschen gleichmäßiger machen, weil sonst schaffe ich das nicht. So, 4. Dass die ungefähr gleich groß sind. Und dann forme ich daraus Semmeln. Ja, ich mache jetzt hier, also das kann man ja nach innen, immer schön nach innen falten, damit die auch eine Spannung kriegen, genauso wie beim Brot. So. So, und der Schluss, also dieser, wo das gefaltet ist, der kommt nach unten. Und dann setze ich sie hier in meine Ofenhexe. So, kommt das rein. Wieder ein bisschen tätschen und wieder falten. Immer schön nach innen falten und dann irgendwann merkt man so, es wird immer schwerer und immer schwerer. Und dann ist gut. Man kann dann natürlich auch noch Körner drauf tun, wenn man möchte. Dann feuchtet man es einfach ein bisschen an mit Wasser und wälzt sie dann einmal so, legt sie in den Körner, aber meine Jungs, das mögen die nicht so gern, die mögen das eher so plain sozusagen. Und von daher gibt es die dann halt auch nur so. Jetzt werden die hier oben noch eingeschnitten, schön tief, dass die dann schön auch aufgehen können. Also da muss man schon richtig einschneiden. So. Jetzt kommt der Deckel drauf, weil wir backen ja im Grundset. Jetzt kommt der Zauberstein als Deckel drauf. Weil das ist dann so ein Effekt, so ein bisschen so wie das Brot im Ofenmeister. Ja? Dann hast du einen Deckel, hast eine Form und da gehen die jetzt wahnsinnig schön drin auf. Ich habe den Ofen noch nicht vorgeheizt, weil während der Ofen vorheizt kann, hat es dann Zeit noch ein bisschen aufzugehen und dann zeige ich es euch gleich, wenn es fertig ist. So, schaut her, jetzt sind die Semmeln fertig aus dem Ofen raus. Ich habe die letzten 10 Minuten den Deckel, also den Zauberstein abgenommen, damit sie noch schön braun werden. Wir mögen sie nicht ganz so dunkel, aber es ist, von daher ist es jetzt optimal.